Hallo, mein Name ist Professor Farhad Safesi aus Zürich, Schweiz. Ich bin Teil des Schweizer Teams, das vor 16 Jahren das koronale Crosslinking in die Augenheilkunde eingeführt hat. Ich will Ihnen heute zeigen, wie wir auf eine ganz neue Weise den Erfolg nach Crosslinking messen können. Das hier kennen die meisten von Ihnen. Das ist jetzt ein Patient. Ich halte hier den Daumen drauf, damit Sie die Initialen, die Daten des Patienten nicht sehen. Das ist jetzt ein Patient, den ich gecrosslinkt habe, und das ist knapp ein Jahr her. So sieht die Hornhaut heute aus und so sah die Hornhaut vor knapp einem Jahr vor dem Crosslinking aus. Und das ist die Differenz, wenn man die zwei übereinander legt. Und da sehen wir, alles was grün ist, bedeutet nicht nur Stabilisierung, sondern Verbesserung. Die Hornhaut ist hier knapp ein Jahr nach Crosslinking um 2,6 Dioptrien flacher geworden. Das ist der jetzige Goldstandard. So beurteilen wir die Hornhäute, und jetzt zeige ich Ihnen die Neuerung, die für uns einen Quantensprung bedeutet in der Erfolgsmessung nach Crosslinking. Bis jetzt haben wir den Verlauf des Keratokonus und den Erfolg nach Crosslinking immer mit der Pentacam gemessen. Das sind die farbigen Bilder, die Sie gerade vorhin gesehen haben, und da sehen wir vorher und nachher. Der Keratokonus ist aber eigentlich ja nicht eine Formveränderung, sondern zuerst einmal eine Veränderung der Mechanik. Die Hornhaut ist zu schwach, die Hornhaut ist zu weich. Das Crosslinking versteift sie. Und genau das können wir jetzt auch direkt messen. Das ist das Corvis. Und das Corvis von Oculus misst die Biomechanik der Hornhaut. Und jetzt sehen Sie hier die Hornhaut des Patienten, desselben Patienten vor dem Crosslinking, und wie sie auf einen starken Luftstoß reagiert. Die Hornhaut wird eingedellt, und wir können jetzt berechnen, wie stark dellt sie ein, wie lange bleibt sie unten, wie schnell kommt sie wieder zurück. Und da können wir jetzt die Hornhaut von heute, knapp ein Jahr nach dem Crosslinking, drüberlegen. Und jetzt wird es interessant. Entschuldigung, das war die Hornhaut von heute. Ich lege jetzt die Hornhaut von vor dem Crosslinking drüber. Also blau ist nach Crosslinking und rot ist vor dem Crosslinking. Und jetzt können Sie mit eigenen Augen sehen, vor dem Crosslinking war die Hornhaut weicher, weil sie dellte mehr ein. Und sie bleibt auch länger unten. Na, die blaue kommt schneller wieder hoch. Das heißt, die blaue ist verbindungssteifer geworden. Das ist für uns sehr, sehr interessant und ein ideales Mittel, um die Mechanik und den Erfolg des Crosslinking nach einem Jahr zu messen, oder manchmal auch schon nach 6 Monaten. Farhad Safesi vom Elsa-Institut, Zürich, Schweiz.